So, wir sollen jetzt hier jeder für uns quasi so ein paar Pilze sammeln. Und dann bringen wir hier die Beute zurück zum Experten. Und der sagt uns dann, ob das ein guter Pilz ist oder nicht, oder? Mal gucken. Ein bisschen kennen wir uns ja schon aus, aber so super Profis auf keinen Fall. Aber ich bin gespannt, was wir finden, weil die Leute haben gesagt, nicht so feucht ist, deswegen gibt es nicht so viel. Hier ist auch noch was, aber das ist schon angeknabbert. Wenn die angeknabbert sind, könnte man die vielleicht auch essen. Ja, oder halt nicht. Wenn da müsste daneben was Totes liegen. Ist dir aufgefallen, dass wir schon komplett alleine sind? Oh, da hinten sind doch welche. Willkommen im Emsland. Oh, Junge, dieses Moos. Wie gemütlich. Guck mal, hier sind welche. Ja, die sind ja mini. Ich will trotzdem wissen, was das ist. Vielleicht sind das so Psychopilze. Warte, noch ein, zwei davon. Ja, vielleicht geht einer kaputt. Das ist ähnlich wie mit den Braunbären, weißt du, die sind ja auch alle weggetrocknet. So, Anna ist fündig geworden. Der hier? Ja, nimm mal den schönen da. Oh, der ist total lüpschig. Ja, wir haben Wasser, kannst du die Hände waschen? Ja, das stimmt. Oh, der ist total lüpschig. Ja, wir haben Wasser, kannst du die Hände waschen? Ja, das stimmt. Unten anfassen. Ja. Oh, der sieht auch lecker aus. Aber ich kann den nicht raus. Zieh. Ich zerdrücke ihn, weil der ist so glitschig. Ich krieg den nicht gepackt. Ja, mach halt so, wie du kannst. Ja, siehst du, ich musste den jetzt abreißen. Ja, gut. Willst du den echt da reintun zu den anderen? Ja, wir wollen ja wissen, wie welche Pilze ist. Boah, der sieht gut aus. Riecht nach Wald. Du musst deinen Pilzsensor aktivieren. Ich glaube, wenn ich auch noch weiter Folge verlaufen, wird uns hart. Der Kollege hat Glück gehabt. Du bist so gut getarnt. Fast draufgetreten, ja, echt. So, hier. Das ist das Handtuch der Natur, ein Moos. Ja, das stimmt. Und dann findest du hier direkt den nächsten Pilz. Ach so, hast du einen? Ja. Oh, ja. Mhm. Crazy Pilz. Weisheit von Dennis. Die Pilze mögen es ruhig, da, die wachsen da, wo die Leute die nicht ärgern. Ja, so rote, ne? Ich habe die auch gerade gesehen. Aber ich bezweifle, dass man die essen kann. Dennis! Das ist sein. Das ist nicht gut. 5 Euro. Ich glaube, da ist sogar einer dran. 5 Euro. Was? Da mich da reingehe? Ja. Als ob da jetzt einer drin ist. Nochmal greift er an. Wobei Füchse sind schon. Nee, das geht ja noch viel tiefer. Ich will irgendwie ein bisschen. Ich habe das Gefühl, du hast gar keine Orientierung. Ich würde gerne das Auto einmal sehen. Ja, das ist da. Was? Ich dachte, das ist da. Das Auto wird in die Richtung sein. Ich bin mir ziemlich sicher dort. Ja, überleg doch mal, wir sind so gelaufen die ganze Zeit vom Auto weg. Und dann haben uns ein bisschen so gehalten und dann schräg zurück gegangen. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen hochgeholt. Ja. Das Auto ist hinter uns. Oh Gott, ich vertraue dir. Hey Dennis, kann es sein, dass wir uns verlaufen haben? Das letzte Video ist ein bisschen abrupt geendet, würde ich glaube ich behaupten. Guck mal, hier ist auch ein Weißer an einem Baum wieder. Da? Mhm, ja. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar finden. Guck mal, die sehen ja cool aus. Also was soll man zum Beispiel gar nicht essen? Ne? Genau, das lassen wir auch sein. Wir konzentrieren uns auf unsere zwei Pilze. So, das ist die magere Ausbeute. Aber ich glaube, wir sind auch noch ein bisschen zu früh. Es hat noch zu wenig geregnet. Mal in ein, zwei Wochen noch mal rein, oder? Aber die verkochen wir gleich. Dann macht Dennis sich seine Leber mit ein paar Pilzen aus dem Wald. Das klingt doch gut, oder? Ja. So, das ist die etwas magere Ausbeute. Aber das macht nichts, weil wir haben herausgefunden, man kann den Goldröhrling essen. Und das sind so ein paar davon, die machen wir nachher. Noch ein paar Brombeeren haben wir gefunden. Und Dennis hat sich noch Kiefernnadeln mitgenommen, damit er sich einen Tee machen kann.